Alle Jahre wieder locken bunte Eier vor allem unsere Kinder zum Verzieren und Dekorieren. Doch warum essen wir überhaupt bunte Eier? Und warum werden diese angeblich vom Hasen gebracht? Unser kleines Osterlexikon verrät es Ihnen. Ewi-Ei. Verzierte, hartgekochte Eier gehören einfach zum Osterfest dazu. Und das hat einen historischen Grund. Denn seit dem 17. Jahrhundert ist Ostern das Ende einer 40-tägigen Fastenzeit, in der, zumindest bis zum Jahr 1966, das Eieressen verboten war. Weil Hühner jedoch gerade in dieser Zeit ordentlich Eier legen, werden diese für die längere Haltbarkeit hartgekocht. An Ostern wird der Eierüberschuss dann vertilgt. Früher wurden in der Osterzeit die Eier übrigens rot gefärbt, um an das vergossene Blut Jesu zu erinnern. Später ist man dann dazu übergegangen, andere Farben zu verwenden, die an den bunten Frühling und die wiedererwachende Natur erinnern sollen. F wie Fisch. Er wird traditionell am Karfreitag gegessen. Einst stand vor allem Kabeljau auf dem Speisezettel. Doch die ehemals großen Vorkommen sind wegen Überfischung praktisch nicht mehr zu nutzen. Deshalb bieten sich heute vor allem Gerichte mit einheimischen Fischen an, wie etwa Saibling oder frische Forelle und Zander. Geh wie Gründonnerstag. Gründonnerstag, auch Palmdonnerstag oder Heiliger Donnerstag genannt, ist traditionell der Tag vor Karfreitag. An diesem Tag nahm Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Aposteln zu sich, ehe er am nächsten Tag gekreuzigt wurde. Am Gründonnerstag beginnt in der katholischen Kirche die Drei-Tage-Feier, mit der dem Leiden, dem Tod und der Auferstehung Jesu gedacht wird. Übrigens, ein alter Brauch besagt, dass am Gründonnerstag vor allem Grünes gegessen wird. Deshalb sammelt man an diesem Tag die ersten frischen Kräuter, um nach den langen Wintertagen die ganze Energie des Frühlings zu sich zu nehmen. H wie Hase. Der Osterhase ist neben dem Osterei das bekannteste Symbol für Ostern. Er ist Mitte des 17. Jahrhunderts als Sinnbild für Fruchtbarkeit zu einem Brauch geworden. Seinen eigentlichen Bekanntheitsgrad erreichte der Osterhase aber erst im 19. Jahrhundert, nämlich durch die industriell hergestellten Schoko- und Spielzeughasen. K wie Karfreitag. Karfreitag ist der Tag, an dem der Kreuzigung Jesu gedacht wird. Er wird auch Stiller Freitag genannt, da an diesem Tag auf das Glockenläuten und auf das Singen von Kirchenliedern verzichtet wird. O wie Osterglocke. Bei der Osterglocke handelt es sich um eine Zwiebelpflanze. Sie ist eine typische Frühlingsblume, die mit den ersten warmen Sonnenstrahlen im März oder April der Osterzeit erblüht. Wahrscheinlich wird sie deshalb auch Osterglocke genannt. S wie Sonntag. Am Ostersonntag wird die Auferstehung von Jesus gefeiert. Er ist der höchste Feiertag im Kirchenjahr und markiert das Ende der Fastenzeit, die traditionell am Aschermittwoch beginnt. Gleichzeitig fängt mit dem Ostersonntag die Osterzeit an, die an Pfingsten endet. Z wie Zopf. Der Osterzopf ist ein Hefegebäck, ähnlich einem Haarzopf. Er sollte beim Osterfrühstück auf keinen Fall fehlen. Meist am Karsamstag gebacken gibt es ihn in zahlreichen Variationen. Mit gehackten Nüssen oder Mohn, aber auch mit Trockenfrüchten wie Rosinen oder Aprikosen. Doch egal, ob und wie Sie Ostern feiern, mit unserem kleinen Osterlexikon sind Sie auf jeden Fall für die wichtigsten Bräuche gewappnet.